ihm will heute über seelische Krankheiten sprechen. Der Prediger genießt hohes Ansehen, vor allem bei der jungen Generation. Nicht nur Migrantenkinder vertrauen seinen religiösen Unterweisungen und Ratschlägen. Scheich Abdul Azim, der Imam, verspricht ihnen Hilfe. Nicht nur auf Arabisch, sondern auch in der Sprache, die alle verstehen. Auf Deutsch. Außergewöhnlich. Sie können überall suchen. Ein Medikament finden Sie in keiner Apotheke. Nirgendwo. Sie finden diese Lösung in keinem anderen Weg. Nur in der Moschee. Nur hier. Wallahi, wir haben unter uns hier Leute, die starke Depressionen hatten. Die vielleicht kurz vor dem Sterben waren. Es gibt leider Jugendlichen, die in diesem Loch gefallen sind. Sie brauchen Rettung. Sie sagen Hilfe. Keiner hört sie aber. Hilfe! Sie sagen das innerlich. Wallahi. In der Al-Nur-Moschee wird eine andere Medizin verabreicht. Vor 4 Jahren noch waren sie an einer Hand abzuzählen. Inzwischen hat die Gemeinde über 500 Mitglieder. Und Sonntag für Sonntag kommen neue dazu. Aus ganz Berlin und der Umgebung reist sie an, die dritte Generation. Sie sprechen Deutsch. Dennoch können sie sich fremd fühlen. In der Al-Nur-Moschee wird die Medizin gereicht, die die Seele immun macht gegen die Kränkungen des Alltags. Die meisten Menschen leiden heutzutage, meine ich, und besonders in westlichen Ländern, wo die Seele so durstig ist, wo die Seele so hungrig ist. Die meisten Menschen hier leiden unter Depressionen, psychische Belastungen, ja? Also, was wollen wir mit der Masse dieser Menschen machen? Na, schafft mal, wenn ihr das könnt. Wallahi, der Islam schafft das. Komm mit deinem guten Herzen, mit offenen Herzen und verstehe den Islam. Der Islam gibt dir eine Lebensform. Der Islam gibt dir eine Kraft, dass du vielleicht Außenwelt gar nicht von Außenwelt beeinflusst wirst. Versenkung im Glauben. Als Abwehrsystem gegen schädliche Einflüsse. Der Glaube auch als Möglichkeit, einer Welt den Rücken zu kehren, die viele Menschen überfordert und krank macht. Ein Schutzschild. Das zieht nicht nur Muslime an, sondern auch diesen Deutschen, der sich heute zum Islam bekennen wird. Das strikte Regelwerk des orthodoxen Islam, es wird hier nicht als Bevormundung empfunden. Im Gegenteil, die Gesetze und Empfehlungen erleichtern die Lebensführung. Gucken Sie mal, der Islam hat uns gelehrt, wie wir in die Toilette reinkommen, wie wir von der Toilette rauskommen, wie wir schlafen gehen, wie wir aufstehen, wie wir essen, wie wir trinken, alles auch, wie wir spucken, hat der Islam uns gelehrt. Und diese Lebensform gibt uns überall ein Abwehrsystem gegen Scheitan. Und wenn uns was geschieht, von Unheil, Unfälle, Krankheiten, wie verhält man sich als Muslim? Unterwerfend.